dass ich jeden Tag mehr über die Welt der Technik erfahre und im Alltag immer mehr technische Zusammenhänge erkenne. Wie ein Lehrer bei uns zu sagen pflegt, um sich jeden Tag an dem Wissensbuffet zu bedienen. Die täglichen HTL-Verlach-Memes. Das kann man so nicht sagen, weil jedes Projekt seine Besonderheiten hat. Sarkasmus. Der Herr Tratnik hat einen sehr guten Sarkasmus. Geduld, weil es nach den 5 Jahren wirklich lohnt. Eine coole Diplomarbeit und ein schönes Abschlusszeugnis, auf dem man ein Leben aufbauen kann. Es wird sehr humorvoll gearbeitet, aber in einem sehr professionellen Umfeld. Manchmal gehe ich Motocrossen mit ein paar anderen Freunden. Es gibt ein Fitnesscenter in Verlach, man kann aber auch zum Beispiel nach Klagenfurt fahren. Also Traumberuf ist auf jeden Fall eher was mit Fahrzeugen, Fahrzeugtechnik, vielleicht in der Fahrzeugentwicklung. Und das ist eigentlich schon sehr in dem einschlägigen Fachbereich Fertigungstechnik drinnen. Vielleicht in Amerika, vielleicht in Oberösterreich, in meiner Heimat, vielleicht aber als Renningenieur in einem DTM-Team. Ich weiß noch nicht, was meine Zukunft bringt, aber ich bin mir sicher, dass es eine schöne Zukunft wird. Es gibt jeden Tag immer wieder neue Probleme und als zukünftiger Techniker ist es eine meiner Aufgaben, diese Probleme zu bewältigen und zu lösen.